Und es ist wie immer, dass wir ganz bewusst ankommen. Das ist das Ankommen aus dem Alltag, egal wie der aussieht. Auch wenn es ein bisschen ein ungewohnter Alltag ist. Aber es ist eine Entscheidung, um im jetzigen Moment anzukommen. Das heisst, wir sitzen aufrecht her, nehmen stabile Positionen, also ich habe das Fundament unter mir, spüre den Boden, schnaufe ein, ist zweimal richtig Wirbelsäule und merke, dass mich nur schon die Atmung, das Prana aufrichtet. Und bei der Ausatmung vielleicht jetzt nochmal ganz bewusst auch das Gesicht entspannen, die Alltagsmaske ablegen. Und du musst gerade gar nicht mehr sein. Du darfst einfach nur sein. Einfach lösen, Schulterblätter lösen. Und wir haben morgen Vollmond. Und es ist immer so eine ganze spannender Übergang. Der Vollmond tut nochmal wirklich das beleuchten auch. Der Vollmond macht ja die Nacht im Schatten spannend. Und er beleuchtet immer auch noch das, wo man nicht so gerne hinschaut. Und es ist aber immer die Möglichkeit, das Tor so in die Ganzheit von sich zu gehen, die Ganzheit zu gehen. Wenn man den leuchtenden Mond anschaut, heisst, in die Ganzheit gehe mit mir, ich nehme alles, genauso wie ich bin, mit allen Facetten, eben auch mit den längsten Schatten, die ich wirfe, nehme ich an und versuche so die Fülle von meinem ganzen Wesen anzuschauen, herzuschauen und anzunehmen. Das Annehmen passiert im Herzzentrum. Wir werden heute auch im Yoga 2, 3 ganz bewusste Herzübungen machen, wo man in das Annehmen hineingehen kann und ja, uns selber annehmen. Und wenn wir uns annehmen können, dann können wir uns gegenüber auch ganz anders annehmen. Und die Welt, wie sie eben gerade ist. Gut, so im Sinn von der Mondin Mutter gehen wir in die Yogastunde hinein und lösen mal gerade den Bauch. Lösen. Den Bauch weich werden lassen und deine Atmung richtig Bauch runter schicken. Merke, dass der Bauch sich löst. Und zwar nicht nur der untere Bauch, sondern auch du versuchst im oberen Bauch beim Solarplexus. Und wenn du das nicht so gut spürst, kannst du auch eine Hand herlegen und versuch dort einen feinen Atemimpuls herzugeben. Das sind feine Atmungen. Kein Druck. Aber es geht darum, Raum zu schaffen. Raum für mich selber. Aber auch Raum, dass die Energie fließen kann, dass Prana fließen kann. Und schick den Schnauf auch Richtung Schambein runter. Spür, dass dort bis in Beckenboden eine Verbindung mit dem Fundament passieren. Da kommt tiefe Festigkeit. Und schick die Verbindung jetzt auch Richtung Steißbein hindern. Das ganze Kreuz berühren, in Verbindung gehen mit dem oft härtesten Teil in uns im Kreuz. Dass wir da weich werden, aber in einer Stabilität innen weich werden. So, du sitzt in deinem Schoss, drehst dich gerade selber, bist dir selber Mutter. Und spüre aber auch, dass dich die grosse Mutter trägt, Mutter Erde.
Und du darfst einfach sein. Genau so, wie du bist. Es ist dein würdiger Platz hier auf dieser Erde, jetzt. Ah, löse, entspann dich da drinnen. Schulterblätter lassen, Gesicht nochmal lassen. Und jetzt schicken wir das Prana, die Wirbelsäule darauf. Lass uns aufrichten, die aufstrebende Kraft. Und vielleicht hebst du ganz fein die Schultern. Lass sie nochmal gehen. Das Knie ein bisschen zurücknehmen, dass du eine gerade Verlängerung der Wirbelsäule hast in deinen Scheitel rauf. Geniessen, dass du von unten gegen oben verbunden bist, über die Atmung, über die Wirbelsäule. Gibt Harmonie ins ganze Nervenkostüm, wenn man da drüber atmet und versucht, dass die Wirbelsäule sich beim Einatmen öffnet, wie ein Harmonium, beim Ausatmen wieder zutut. Einatmen, öffnen, ausatmen. Und dann gehen wir zu oberst in den Scheitel im Moment her, spüren. Verbindung zum Kosmos, zum Urvaterprinzip. Der Segen, der Schutz. Die Weite, die Unendlichkeit von uns selber, Grenzenlosigkeit, einfach spüren, einatmen. Und zwischen diesen zwei Polen spürst du das Herz rein, die Herzmitte. Dort, wo alles zusammenfließt, wo die Polaritäten sich auflösen, versuch weich zu werden in deinem Herz, feine Atempulse richtig. Rippenbogen geben, aber auch in Hinterrücken, hinteren spüren. Wir haben die Zukunft vor dem Herz, die Vergangenheit hinten. Und in der Mitte ist der Augenblick. Dort, wo wir befreit sind von dem, was kommt und dem, was war. Und dort in einem Moment sein.
bin ganz präsent. Ich bin ganz in meiner Mitte. Om Trayambakam Jijamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Murvarugamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyam Amrita. Om Trayambakam Jijamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Murvarugamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyam Amrita. Om Trayambakam Jijamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarugamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyam Amrita. Om Shanti Shanti Shanti. Möge ich mich immer wieder erinnern und in Frieden kommen. Und die Atmung vertiefen. Die Augen liebevoll öffnen und dann langsam den Sitz auflösen. Und wir kommen jetzt von da gerade in eine stehende Position. Und im Stand an. Und zwar ganz bewusst in Tadasana. Herstehen, Füße sind zusammen. Sperrhaltung. Wir nehmen die Schultern hinten an, aktiv. Die Finger sind gespreizt. An meinen Oberschenkel, Knie etwas zurücknehmen. Und bin ganz aufrecht da. Versuche, die Augen gerade wieder zu schließen. Und die Atmung fließt. Und ich fahre mich gegen vorne, an von Kippen fein, gegen hinten, vorne. Geschlossene Augen, genau, das ist ganz feine Bewegung. Bringt unseren Geist nochmal zur Ruhe, weil er sich muss konzentrieren. Dann halten wir in der Mitte an. Dann kippen wir ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links. Mit geschlossenen Augen. Gerade immer wieder um Balance zu finden im Leben. Und dann halten wir in der Mitte.
wahrnehmen. Tadasana lösen, die Hände, die Hüfte, hüftbreit stehen und wir dann überhaupt mal unsere Hüfte ein bisschen kreisen, die eine Richtung. Knie sind locker, die andere Richtung. In der Mitte halten, dann gegen vorne kippen, ins hohle Kreuz, vorne ziehen, richtig hier rauf und wieder ins hohle Kreuz. Gut, Stillstand. Das linke Bein ist Standbein. Die Brust ist offen. He? Wir versuchen immer hier oben offen zu sein. Und wir gehen auf das linke Standbein, kommen mit dem rechten Bein rauf. Fuß ist flex. Wieder ausatmen, wir kommen mit Abendberührung, aber den Boden nicht ganz. In das rechte Bein rauf. Dann einen kurzen Moment halten. Aus, wieder an. In, halten. Aus. Im Atemtempo. Wenn wir das nächste Mal oben sind, bleiben wir oben. Das linke Bein ist gestreckt. Jetzt ist flex da. Rechts und ausatmen, zwischenatmen. Dann legen wir die Füße zusammen, die Hände auf den Unterrücken, Schultern auf, Blick mal gerade. Wir gehen von da, machen die Mulabanda, ziehen den Beckenboden auf, in eine feine Rückbeuge, Schultern offen. Je nachdem, wie es im Nacken geht, schaust du gerade aus. Oder mit geschlossenen Zähnen den Kopf nach hinten bringen. Was für dich jetzt gerade stimmt. Und zurück. Lösen. Ganz entspannen. Rechts ist dein Standbein. Hände in die Hüfte. Einatmen. Beide Beine sind gestreckt, linke Fuß ist geflext. Wenn wir das nächste Mal oben sind, bleiben wir einen Moment oben. Also ich also wie aus dem rechten Fuß ein bisschen rausstossen gegen oben. Und ausatmen. Lösen. Ganz entspannen, die Arme auch entspannen. Bringe die Füße wieder zusammen, dass wir hier eine Einheit haben. Dass wir die Achse haben. Die Verbindung von unten gegen oben. Wir gehen mit den Armen rauf, strecken sie ganz über den Mittelfinger und ihr seht, wenn ihr die Arme da habt, könnt ihr nachher die Schultern richtig rausziehen. Wir gehen auf die Fußballen rauf, Stehatmung aus, runter, nicht ganz mit den Zehen runterkommen, ein, rauf, aus, runter.
Und beim nächsten aus mit den Füßen ab. Die Arme bleiben da oben. Ziehen uns lang auf. Machen eine feine Rückbeuge. Dann ziehen wir über die Fingerspitze. Lang gefühlt. Die unteren Beine sind gestreckt. Der Rücken ist gestreckt. Der Blick geht gefühlt. Und so gut es geht, es kann auch hier schon länger. Sich einen geraden Rücken haben, führen schauen. Ja, lang ziehen über die Arme, Rückbeuge. Anjali Mudra. Namaste, zurückkommen. Ganz ausatmen. Lösen. Freiatmen. Bringen wir die Füße wieder zusammen, wieder in die Achse einnehmen. Ich kann auch immer ins aktive Tadasana kommen, um in die Präsenz zu kommen, bevor man nachher ins Asana hineingeht. Gut, wir gehen hier mit den Armen rauf. Öffnen die Hände, so bei dieser Breite. Ihr seht, ich habe die Finger gespreizt, ich schaue gegen vorne. Und jetzt atmen wir hier in die kleinen Brustmuskeln. Wir gehen also einatmen, einen Moment halten, ausatmen, den Brustkorb wirklich sinken und versuche, wenn du ausgeatmet hast, einen Moment Pause machen und dann den Bauch noch ganz leer noch ein bisschen gegen rein drücken. Die Arme bleiben einfach da oben. Einatmen, Brust, halten. Aus, Brustkorb leeren, Bauch leeren und dann den Bauch noch ein bisschen rein. Sie, die wollen, können auch mit der Einatmung aufgehen auf Fußballen. Mit der Ausatmung wieder auf den Boden kommen. Ihr hört jetzt bei mir, ihr könnt hier die Ujjayi-Atmung einsetzen, die Kehlkopfatmung, ob hier oder über den Hals schnaufen, könnt ihr die Atmung verlangsamen. Und gleich ist es eine feine Atmung. Wenn wir es nächstes Mal ausgeatmet haben, bleiben wir mit den Füßen unten. Jetzt spreizen wir die Arme hier schön in die Horizontale. Die Finger sind gespreizt, schauen zu der Erde. Gut. Und das ist die Atmung, die uns jetzt wird Kraft geben. Und jetzt schnaufen wir in die untere Brustmuskulatur hinein. Das heisst tief ein. Moment halten. Und langsam aus. Und auch da, die wollen, können bei der Einatmung nur auf Fußballen. Und auch wenn es anstrengend wird, kann man gleich ein feines Gesicht behalten. Schnaufe in die Fingerspitzen da raus, rechts und links. Mittelfinger. Die Atmung gibt euch Kraft, nicht die Muskeln. Und mit der nächsten Ausatmung ganz langsam, genüsslich die Arme senken. Jetzt bringen wir die Schultern zu den Ohren und mit der Kriya-Atmung Kapalabhati.
Lösen. Augen schließen, wahrnehmen. Das reinigende Feuer jagt durch das ganze System. Körperliche, emotionale, geistige Blockaden werden aufgelöst. Öffnen wir die Füße und gehen in eine Drehung mit den Armen. Die rechte Hand geht auf die linke Schulter und der linke Arm geht ringsum. Und ich sehe, ich habe hier auch wieder gespreizte Finger. Das ist der Weg. Kommen wieder zurück und wechseln genau. Linke Arm, rechte Schulter, rechte Hand geht um die Hüfte um und der Blick geht immer mit der Hand, die oben ist. Und ich habe einen stabilen Stand unten, hüftbreit. Und ich kann auch hier einatmen, einen Moment halten und dann auf die andere Seite ausatmen. Und lösen zurück. Frei atmen, wir haben die Wirbelsäule nochmal abgeholt. Und wir stehen wieder mit geschlossenen Füßen. Wieder aktives Tadasana, Grundposition, wieder ankommen, Übergang bewusst machen. Fassen hinten die Hände, öffnen die Brust, das kann Führung schon länger. Die, die mitkommen, einatmen, hochkommen, ausatmen, einatmen, hoch, ausatmen. Du kannst auch mal die Finger wechseln, dass du den anderen Daumen oben hast. Und mit dem nächsten Ausatmen. Ganz lösen. Spannt da stehen. Auch schließen Moment. Bauch ist weich. Ganz weich werden. Eine Herzöffnung. Wir stehen etwas breiter da, Füße etwas auseinander. Gut. Ihr könnt auch mal die Zehen so einzeln ablegen. Gut. So breit aus der Hand stehen, dass ihr noch auf Fußballen wieder könnt. So. Und wir bringen die Arme nochmal so auf. Wir öffnen das Herz hier nochmal. Spreizen die Finger, kommen auf die Fußballen unten. Und wir sind hier am Kreuz von allen vier Himmelsrichtungen. Das heisst, atmen mal einen Atemzug über die Hand rein, den anderen Atemzug über die Hand in deinem Herz, über den rechten Fuß, über den linken Fuß in dein Herz rein. Also verbinden wir uns mit allen Himmelsrichtungen, mit Osten,
aufs Neue kommt das Unbekannte, das Geahnte. Süden, wo die Sachen sich vollkommen entfalten können, die ganze Kraft ist. Westen, wo die Sachen langsam zu einem Ende kommen. Und der Norden, wo die Kraft ist, wo das Verborgene, das Mystische wohnt. Und dann kommen wir auf die Füße runter, bringen das auf die Erde, öffnen uns, die Hände gespreizt. Und habe das jetzt hier ganz kraftvoll in meinen Oberschenkeln. Schau, dass du hinten in das hohe Kreuz machst. Nochmal aufmachen, nochmal die Kräfte holen. Vier Atemzüge. Und dann bring es hierher, runter. Beine aufbringen, die Hände aufs Herz. Augen schliessen. Atmen. Frei atmen. Geniessen. Dann, wenn wir schon so da stehen, dann tun wir die Beine noch etwas breiter auf, haben die Füße jetzt parallel. So. Und nehmen sicher mal da die Hände in die Hüfte rein und versuchen, da vorne zu kippen. Wenn du Zehen mit dem unteren Rücken hast, dann nimmst du vielleicht das Küsschen da vor dich her, dass du höher bist, dass du dich da kannst heben. Und dass zu viel Druck sein soll für die Rücken. Und die anderen können hier mal gerade führen schauen. Ihr seht, mein Blick ist gerade führen. Das hat zu tun damit, dass, wo ich auf dem Boden kann ich das nicht machen, schwierig, dass dann der Rücken auch wirklich gerade ist. Nehme ich das Küsschen zur Hilfe. Und das hier. Und jetzt lenken wir mit einer Hand den Boden ab. Und das ist wieder genau das Gleiche. Wenn du nicht gut runterkommst und zu viel Druck hast, nimmst du das Küsschen, dass du dich aufstützen kannst, weil wir wollen hier eine Öffnung machen, im Arm gegen oben, die wohl sind unten. Und oder kannst du natürlich auch deine Fingerspitzen aufstellen. Kopf, je nachdem, wie du wohl bist. Nacken, wenn du es mal heben, kannst du aufschauen, gespreiz die Finger oben und sonst schaust du einfach ab. Dann ausatmen, der Hand runterkommen und schau, dass die Hand unter deinem Gesicht ist und öffne auf die andere Seite. Die Beine sind gestreckt, aber nicht überstreckt. Schau, dass die Knie nicht verletzt ist, wenn sie überstreckt. Dann den Arm abholen, nochmal beide Hände aufstellen, auf die Fingerspitzen noch einmal führen schauen. Dann lagen, komplett lösen, ganz lagen, Nacken lagen, Schultern lagen. Vielleicht willst du auch ein Achti machen mit deinen
Schultern, indem du beide Ellenbogen hebst. Und wir müssen ganz lang gehen. Du kannst auch hier zur Ruhe kommen. Und schnur auf den Bauch, aber tief, Beckenboden. Du kannst auch mal die Schulterblätter reinatmen. Einatmen, halten, ausatmen. Sind hier in einer Umkehrstellung. Gut, und jetzt nehmen wir den rechten Fuß auf. Machen den auf, innen Fuß bleibt. Wir biegen das rechte Bein. Wenn du siehst, hier schau, dass das Knie über dem Fuß ist. Sonst tust du mit dem Fuß noch vor oder nach, aber dass du nicht mit dem Knie vor dem Fuß bist. Und die Hände kannst du so platzieren, wie es dir wohl ist. Wir wollen hier innen eine Dehnung herbringen. Das ist alles. Wir wollen hier drei Schnaufen dehnen. Das machen wir. Wir heben uns mit den Händen und geben hier eine Dehnung rein. Jetzt drehen wir uns gegen vorne. Drehen wir uns gegen vorne. Und dann mal zuerst hin das Bein strecken, wenn das geht. Wenn es nicht geht, tust du das Knie hinten runter. Den Blick gegen vorne bringen. Jetzt bringen wir das Knie hinten runter. Kommen rauf. Einen Halbmond. Versuchen jetzt hier, je nachdem, was möglich ist, hier ihre Senkung lagen. So gut spüren, was heute wohl ist, nicht forcieren. Und hier, wir ziehen, wir sind hier aktiv über die Fingerspitze. Schön. Bringen wir die Arme wieder runter. Und jetzt nehmen wir beide Hände links vom Fuß und wir öffnen jetzt hier. Wir gehen mit Kipp mit dem Fuß auf und öffnen hier die Leiste. Und auch da, ich bin auf meinen Armen, du kannst vorne schauen, kannst aber auch runter schauen. Und es geht da wirklich darum, der Leiste Raum zu geben. Und ihr seht jetzt hier mit dem Bein hier, mit dem linken, ich habe es recht ausgestreckt. Ich habe es nicht angewinkelt. Umso mehr ich es ausstrecke und mich lasse, da drin hineinsinken, umso mehr Dehnung gibt es natürlich hier vorne in der Liste. Ein bisschen ausprobieren. Gut, kommst du wieder zurück. Nimmst das Bein zurück, kommst in den Fersensitz und einen Moment da drin einfach atmen. Nimm mal wahr, was jetzt auf deiner rechten Seite passiert. Rechts und links ist es sicher anders. Gut, wir kommen auf Fußballen, kommen in die Umkehrstellung, Hand-Fuss-Position, entweder alles lassen, die wieder mit den Rückenthemen, Bauch, immer die Berührung mit den Oberschenkeln lassen. Die wohl sind, können sich da eingeben. Man kann auch die grossen Zehen fassen und ein bisschen dehnen. Man kann hinten die Ferse fassen, so wie es für dich wohl ist. Und dann kommen wir mit einem runden Rücken in die Knie. Ganz langsam wieder hoch. Ins Stehen. Tarasana.
zwischenatmen. Und dann öffnen wir nochmal, gehen noch eins in die Spreizung hinein. Ihr merkt, wir machen gerade alles auf. Brust auf, hier das Becken auf, wirklich die Fülle hineinkommen, Platz schaffen für die Kraft von dem Mund hin. Gut, kannst hier wieder einstützen. Ich kann mich nochmal gerade fühlen. Wirklich gerade fühlen. Rechte Hand geht runter, linke geht auf. Wechseln. Und runterkommen. Jetzt gehen wir direkt über die linke Seite. Hinter den Fuß lassen wir so. Mit beiden Händen vor dem Fuß. Und wir versuchen hier innen eine Dehnung zu bekommen. Ich habe das rechte Bein gestreckt. Das linke. Dann drehen wir gegen vorne. Zuerst mit dem gestreckten Bein hinten. Blick gegen vorne. Spürt die Atmung im Bauch. Berührung von Bauch und Oberschenkel. Das Bein hinten ablegen. Halbmond. Aufkommen. Die, die wohl sind, können da sogar noch in den Rückbeuge hineingehen. Gestreckte Arme. Dann achtsam zurückkommen. Dann öffnen wir jetzt diese Seite wieder. Das heisst, ich tue beide Hände auf die Innenseite und öffne die meine Liste und schnaufe da in die Hüfte rein. Wunderbar Platz schaffen, auch dort in meiner eigenen Beweglichkeit. Und zwar auch geistige Beweglichkeit, dass wir nie festfahren. Und ich sehe, wir haben heute viel die Hände am Boden. Es ist so ein bisschen die Mond, Vollmondkraft ist oft ein bisschen nervöse Kraft. Versuchen wir ein bisschen Ruhe hineinzubringen. Ja, und dann zurückkommen. Beide zurückbringen und wir kommen da in Fersensitz. Wenn das ganz unbequem ist, hockst du einfach neben die Tabe, dass es dir wohl ist, dass du kannst entspannen. Und ich möchte mit euch noch das Yoga-Mudra machen, dass wir hier noch den ganzen Unterleib gut durchblutet haben und auch gereinigt haben. Du machst mit den Händen Fäuste und legst dich wirklich da so richtig Leiste rein. Wenn du die Mens hast oder Bauchweh hast, dann lass die Hände einfach flach offen und legst sie einfach da her. So, die Fäuste machen, die Brust ist offen, hinten schaut das nicht ins hohle Kreuz gehst. Und jetzt atmen wir tief ein und ausatmen, wir kommen in die Verneigung, Stirn auf die Matte, ganz ausatmen, und sogar vielleicht noch ein bisschen Druck geben mit den Händen in den leeren Bauch hinein und nachher ganz fein weiteratmen. Bauchatmen.
Ja, zum Aufkommen. Ausatmen, komplett lösen, verschließen, warnen. Schultern lassen, Gesicht weichen, der Bauch ist ganz, ganz gleich. Alltagsbauch lassen. Bringen wir ein bisschen Kraft drin, gehen von da mit geschlossenen Füßen in den Hund rein. Wenn du das Bedürfnis hast, noch etwas zu trebeln, mach das. Und versuche da, wenn du eine statische Hundposition hast, Finger sind gespreizt vorne, Nacken gelöst, Schultern breit. Kreuz strebt Richtung Decke. Atmisch. Das rechte Bein aufbringen, anwinkeln. Jetzt gehen wir mit dem Bein runter und quer durch. Legt den Fuß einen Moment da auf der Seite her. Ziehen das Bein wieder mit der Einatmung auf. Und mit der Ausatmung kann ich so einen Moment auf die Seite. Bewegung folgt dem Atem und nicht umgekehrt. Ich kann auch noch ein- und ausatmen. Moment innehalten. Noch einmal hoch. Dann wieder in Hund runterkommen. Auf Knie, Fersensitz, kannst auch die Zehen aufgestellt lassen, Moment, Schultern lösen, atmen. Der Hund ist das Asana vom Annehmen, mich annehmen, passt also zu dem Vormund. Und annehmen ist nicht ein Aufgeben, sondern es ist ein Willkommen heißen. Von ganzem Herzen. Verneigen uns wieder. Einrichten für den Hund, kommen wir mal rauf. Stabilität spüren. Und dann ist das linke Bein, das raufkommt, angewinkelt ist. Und mit der Ausatmung gehe ich quer drüber hinein. Mit der Einatmung komme ich wieder rauf, öffnen. Noch einmal rauf. Mein Hund. Auf Knäuel. Brust, Knie. Und dann kommen wir auf den Bauch. Shavasana. Hier ein Päckchen machen, vorne ankommen. Frei atmen.
Dann gehen wir zusammen in Arunasana. Im Bogen. Dann mal die Füße hinauf. Fassen mal mit beiden Händen unsere Füße. Und jetzt kann man da nur schon mal die Schulter auf tun und wieder loslassen. Dann nochmal nur das machen und gar keine Spannung. Ich habe den Kopf auf dem Kini. Nur schon das mal. Gut. Und dann spannen wir den Bogen, so wie er soll gespannt sein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Achtsam sein mit dir, kommen wir mal da rauf und kommen dann in den Bogen rein. Ich schaue geradeaus, die Atmung ist fein. Und wir wollen vor allem in Solarplexus schnaufen. Agni anreden, seiner Verdauungsfeuer, seiner Feuer. Und das ist auch der Übergang vom Unbewussten ins Bewusste, also dass dort die Sachen hochkommen dürfen und sich zeigen. Sie sind willkommen. Ich kann die Schulterblätter noch zusammendrücken innen. Und dann ausatmen, langsam noch gehen. Kraft reingeben, zurückkommen. Das Kind, Kopf auf die Stirn legen. Augen schließen. Raum zwischen den Augenbrauen einteilen. Kommen wir fein rauf, öffnet einfach unsere Beine, kommen in die Froschposition, innen berühren sich die grossen Zehen, wenn es geht, zieht sich da runter, wenn es gar nicht geht, nimmst einfach das Küsschen da dazwischen, aber im Moment, wenn wir da in dem Frosch innen sitzen, kann auch die Hände auf die Oberschenkel legen. Es ist eine Fokussierung. Es ist eine Absicht setzen. Die Kine ein bisschen zurücknehmen. Jetzt gehen wir in die Vorbeuge. Jetzt lassen wir es einfach geschehen. Jetzt braucht es uns nicht mehr dazu. Wo auch immer deine Vorbeuge ist, sei es hier, sei es da. Ganz runter. Die ganz runter gehen, können noch ein Mudra machen, ein Diamant-Mudra für Klarheit. Das heisst, Daumen und Zeigefinger berührt sich und ich lege das einfach auf den Boden ab vor mir. Und schaue das an. Ich kann auch den Kopf, wenn es für den Nacken streng ist, nach rechts. Oder nach links legen. Dann dich langsam zurückbringen und entweder in den Fersensitz gehen oder die, die weiter wollen,
Öffne jetzt die Beine hier, sitze zwischen den Beinen. Jetzt kann man hier auch wieder das Küssi nehmen, wenn es nicht geht, da dazwischen, dass man kann entspannen kann. Und dann kann man hier gegen hinten wandern, schauen, was für dich stimmt, ob da eine Position ist. Oder wir haben die ganze Länge wird dehnt, auch über den Fußrücken, ob du vielleicht auf die Unterarme gehst oder ob du ganz wohl bist, hinten runter gehst, Ellenbogen fassest und die Endposition ist hier am Boden. Super Asana noch für die Bauchspeicheldrüse. Und die Atmung ist fließend, egal wie tief du jetzt da innen bist oder nicht. Dann ganz achtsam, wirklich achtsam aus dem Asana rauskommen. Liebevoll. Alles lösen. Und dann kommen wir von da in eine Kutscherposition. Füße offen, die Hände zusammen, Blick geradeaus. Und wir atmen. Fließen Richtung Bauch, Becken und Rücken. Alles lösen. Ja, und dann bringen wir mit Kumbhirasana noch ein bisschen Harmonie ins Nervenkostüm und Ruhe ins ganze System. Aber bevor wir dort hineingehen, können wir hier sitzen und fassen unsere Knie. Die Schultern sind wieder schön offen. Und dann strecken wir mal die Beine aus. Kannst hier unten noch heben am Anfang. Kannst auch die Arme so vorne bringen. Schau, dass du nicht einen runden Rücken hast. Ein bisschen Bauchmuskeln. Und die Rettung ist dann einfach wieder ein Päckchen machst. Für dich, wenn es genug ist, kommst du zum Päckchen und dann nochmal drin hineingehen. Und wieder das Päckchen. Die Füße gerade abstellen. Von hier achtsam auf den Rücken runterkommen. Arme ausbreiten, rechts und links vom Körper, Handflächen, spreizt die Finger zu der Mutter Erde. Du kannst noch ein bisschen die Füße zum Gesäß ziehen. Zwischenatmen zum Ankommen. Dann nehmen wir zuerst den rechten Fuß über den linken. Schiebt das Gesäß ein bisschen nach rechts und legt es wieder ab. Und dann drehen wir den Körper auf die linke Seite und der Blick geht entgegengesetzt in die Richtung.
wenn ihr noch wollt, könnt ihr auch mit der linken Hand noch am Oberschenkel ziehen und die Dehnung noch zu verstärken. Aber es geht mehr darum, die Schultern, beide Schultern sind auf dem Boden. Versuche da reinzusinken, mit dem ganzen Körper wirklich gehen. Der Blick und Kopf kommt in die Mitte, Körper in die Mitte drehen. Beide Füße auf dem Boden, das Kreuz auf dem Boden spüren, atmen. Bis in den Bauch aber schnaufen. Links Bein überschlägt rechts. Das Gesäß ein bisschen heben, ein bisschen nach links über und wieder ablegen. Dann den Körper drehen, nach rechts, Blick nach links. Kopf dreht sich wieder in die Mitte, Körper die Mitte drehen, beide Füße vom Boden bringen, rechts und links von der Matte, Knie fallen zusammen, die Hände, eine Hand auf den Bauch, eine aufs Herz. Dann die Hände lösen, die Beine strecken, Füße zusammen, Hände verschränken, hinter den Kopf bringen. Füße sind flexed und mit der Kraft der Hände bringen wir den Kopf auf, Ellenbogen hoch. Wir atmen tief in den Bauch, Decke auf und lösen den Bauch ganz tief. Richtig den Bauch rausdrücken, wenn du eingeatmet hast. Und auch reindrücken, wenn du fertig ausgeatmet hast. Mit der nächsten Ausatmung ganz fein Kopf ablegen. Füße lassen.
und dich dann einrichten für die Schlussentspannung, dass du da in Entspannung hineinkommst, dich einrichtest, das Plätzchen. Dir wohl machst in ein Nestchen. Die Einladung von Shavasana ist zu sterben, aus dem Körper raus, den Körper einfach sich selber zu überlassen, im Wissen, dass er Selbstheilungskräfte hat, neue Ordnung kann schaffen von allein. Hier jetzt gerade Reinigung, Kraft generiert haben, Harmonie gebrungen haben. Und jetzt darf sich das alles frisch ordnen. Atem lassen, Atem sein. Das Geschenk annehmen, dass der Atem einfach geschieht. Dass wir beatmet werden. In Tanzen mit dem Körper. Der Geist darf ruhig sein, weil er gerade niemand muss sein, nichts muss tun. Du bist Streit von der grossen Mutter. Du kannst ganz legal und weich werden. Sinken. Tief sinken. Lösen. Weich werden. Und in deinem Herz hast du einen Raum von Frieden. Vom einfachen Sein. Du darfst dort Platz nehmen, dort hineingehen. Und für einen Moment einfach sein. Om Purnamida, Purnamada, Purnamada, Chiyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamiva Vashishyate. Asatuma Satkamaya, Tamasuma Chortirgamaya, Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti, Shanti. Shanti,
Nimm Kontakt auf mit deinem Atem. Nimm ihn einfach nur wahr, wie er jetzt schnauft, ohne dass du etwas machst. Nimm den Körper nochmal als Ganzes wahr, als Einheit, wie er da auf dem Boden liegt. Und nimm den Raum wahr, ohne dass du schaust. Öffne deine Sinn. Und jetzt fang den Atem an zu vertiefen. In die Atmung hinein, Räume füllen, Bauch, Brust, dein Gesicht hinein schnaufen. Genussvoll vielleicht. Und schon ein bisschen dünnen, dich strecken und recken. Das, was dir gut tut. Und einen Moment noch auf die rechte Seite liegen, um wieder anzukommen in diesem neuen Augenblick. Und dann treffen wir uns alle wieder im Sitzen. Nimm nochmal für dich würdige Sitzposition ein, einen aktiven Sitz. Wir nehmen die Hände vor unser Herz in Anjali Mudra. Aktiv, das heisst, die Handflächen drücken wir gegeneinander. Ich kann ein bisschen zurücknehmen, Augen schließen. Und jetzt atmen tief in die Wirbelsäulen hinein, in deine Lebendigkeit. Merk das. Da viel Kraft um ist, Vitalität, Frische. Schnaufe mal in den Boden runter. Merke, dass da Boden ist in dir innen. Merke, wenn ich Scheitel aufschnaufe, dass dort die Weite die heisst. Die Freiheit, die Grenzenlosigkeit. Narrenfreiheit auch. Und jetzt schnuff in dein Herz hinein. Tief dort hinein schnuffen. Merk, dass du da bist mit dir und dir Platz gibst, um durch das Vollmond durchzugehen. Und ich wünsche euch friedlichen Abend. Morgen einen wunderschönen Mond, es ist das perfekte Wetter, geht voraus in der Nacht, genießt es und wünsche euch gute Zeit. Harion, danke fürs gemeinsame Yoga. Ich tue jetzt wieder alle auf Lautschalter, die, die noch sich wollen, verabschieden. Und ich bin im Moment da. Ciao Anna. Ciao. 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 Danke. Ciao. 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 Linda. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Irene. Ciao. Sandle. Du bist auf Tee. Tschüss, Bettina. Ich bin daheim, genau. Also. Tschüss, Buben. Familie. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Danke vielmals. Bitte. Tschüss. Tschüss, Aaron. Pia. Pia. Hallo. Hoi, hoi. Schön. Ja, das gar nicht haben wir. Ah, doch, wir haben das Video an. Hi. Oh, so schön, wenn die Sonne mit dir reinkommt.